Berlin, Brandenburger Tor. Ein Audi Coupé S2 startet zu einer besonderen Fahrt. Der Langstreckenspezialist Gerhard Plattner und sein Co-Pilot Stefan Fuß wollen mit dem Allradauto die Welt in Rekordzeit umrunden. In Frankfurt wird das Auto in das Frachtflugzeug nach Nordamerika verladen. Auf einer fast 14.000 Kilometer langen Schleife soll das erste Drittel der über mindestens 40.075 Kilometer führenden Weltumrundung bewältigt werden. 40.075 Kilometer, das ist der Erdumfang am Äquator. Am Anfang der US-Etappe steht die Fahrt durch New York. Weitere Höhepunkte in den USA sind die Fahrt durch den Yellowstone Park mit seinem Wildreichtum und unzähligen heißen Quellen inmitten faszinierender Landschaft. Dann geht es zur Rennstrecke des Bonneville-Salzsees, dessen absolut ebene, weiße Oberfläche den Eindruck vermittelt, auf einem zugefrorenen See zu fahren. Ein Fotostopp im letzten Abendlicht. Bevor der Audi nach Las Vegas weiterfährt. Um 4 Uhr morgens sind die Straßen der Spielermetropole fast menschenleer. In den hell erleuchteten Casinos aber rollt die Kugel. 24 Stunden.
Ein Erinnerungsfoto im Grand Canyon darf bei einer Weltumrundung nicht fehlen. Genauso beeindruckend wie die tiefen Schluchten im Grand Canyon sind die riesigen Felsklötze im Monument Valley. Ein Erlebnis besonderer Art ist die Fahrt durch den Kakteenwald bei Phoenix in Arizona. Und bei 40 Grad Hitze rollt das Audi Coupé S2 weiter. Über Highways und Stadtautobahnen mit Kreuzungen, die volle Konzentration erfordern. Wer hier falsch abbiegt, braucht mindestens eine Stunde, bis er wieder auf den richtigen Weg zurückfindet. Vergeudete Zeit, die sich nicht leisten kann, wer die Welt in Rekordzeit umrunden will. Beim Passieren des Weltraumbahnhofs in Cape Kennedy träumen die Audi-Piloten von einem Fahrzeugtransport Miami-Santiago mit Raketengeschwindigkeit. Doch es bleibt beim Träumen. Erst 30 Stunden nach dem Verladen in Florida können Plattner und Fuis zur Überquerung der Anden nach Buenos Aires starten. Mühelos meistert der 220 PS Audi die Auffahrt auf fast 4000 Meter Höhe. Vorbei an Portillo, einem Wintersportzentrum, das lediglich aus einem Hotel und ein paar Nebengebäuden besteht, führt die Straße in den Grenztunnel nach Argentinien. Die Zufahrt zum Cristo Redentor Pass ist wegen Lawinengefahr und Eisglätte gesperrt. Der ist gesperrt, außerdem ist auch zu viel Schnee. Komm mal zurück.
Also bahnt sich der Allrad-Audi seinen Weg über Schotterpisten zurück zur Hauptstraße und erreicht problemlos die argentinische Hauptstadt, von wo er nach Sydney geflogen wird. In Australien führt über die Blue Mountains und die Nullarbor-Ebene nach Norseman und von dort nach Melbourne. Der Start erfolgt vor der Kulisse der beleuchteten Oper in Sydney. Bei Sonnenaufgang hat das Audi Coupé S2 das Outback erreicht. Die riesigen Entfernungen und die dünne Besiedlung zwingen zum Selbsttanken aus den mitgeführten Reservekanistern. Um im Zeitplan zu bleiben, wird nur zum Tanken angehalten. Gegessen und geschlafen wird seit dem Start im Auto, während der andere fährt. Ausnahmen von dieser Regel werden nur selten gemacht, wie bei diesen Emus, die einfach fotografiert werden mussten. Trotz der Eintönigkeit des Fahrens in dieser Gegend sind Aufmerksamkeit und Gewissenhaftigkeit für die Piloten oberstes Gebot. Nachdem der Audi auf einer Bodenwelle kurz aufgesessen war, wird sein Unterbodenschutz sofort gewissenhaft überprüft und die Auspuffaufhängung nachgezogen. Jetzt kann die Fahrt über die Pisten des Outbacks unbesorgt weitergehen. Zurück auf der Asphaltstraße warnen Känguru-Kadaver vor den Gefahren, auf die man in Australien stets gefasst sein muss. Auch das gehört zur Routine eines Reisenden in Australiens Outback. Tanken, wo immer sich Gelegenheit bietet. Es gibt noch viele wilde Kamele in Australien. Die meisten aber sind, wie dieses hier, domestiziert und werden als Lasttiere für den Transport in Wüstenregionen gehalten.
Auf der baumlosen Nullaberebene mit ihren nicht enden wollenden Geraden und den weißen Sanddünen erweckt ein Wegweiser das Interesse des Audi-Teams. Nur noch 16.025 Kilometer nach Berlin. Der Schluss der Australien-Etappe zeichnet sich durch verspätete Warnungen vor Kamelen, Gürteltieren und Kängurus, sowie dem Ende der baumlosen Nullaberebene ab. In eine freilich nicht weniger eintönige, lediglich von Windmühlen unterbrochene Landschaft übergeht. In Melbourne herrscht Frühling, als der Audi nach Frankfurt geflogen wird, um von dort über Österreich, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, die Türkei, Griechenland, Italien, die Schweiz, Frankreich, Spanien, Marokko, zurück über Spanien und Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland und Dänemark, das Ziel der Weltumrundung, Berlin, zu erreichen. Durch die beeindruckenden Schluchten des Balkan bei Nisch rollt das Audi Coupé vorwärts. Als der Wagen im Morgengrauen den asiatischen Teil der Türkei erreicht, fährt die Angst mit. Auf türkischen Straßen herrscht das Recht des Stärkeren. Und das sind eindeutig die Lastwagen, die mit ihren schwarzen Abgaswolken den Nachfolgenden oft die Sicht nehmen. Einziger Lichtblick für das Audi-Team, es gibt genügend Tankstellen mit bleifreiem Benzin. Und abseits der Hauptstraßen kommt man zügig voran, wenn dabei auch viel Staub aufgewirbelt wird. Über die Bosporusbrücke fährt der S2 zurück in den europäischen Teil Istanbuls mit der blauen Moschee und nimmt Kurs auf den nächsten Kontinent, auf Afrika, das er über Jugoslawien und Griechenland, durch Italien, Spanien, vorbei an den Felsen von Gibraltar mit der Fähre von Algeciras nach Tanga erreicht.
nördlichster Punkt der Afrika-Etappe sind die Sanddünen bei der Wüstenoase Sagora. Der Rückweg nach Europa führt zwar meist über Asphaltstraßen, aber dieses Zivilisationsmerkmal kann das Bewusstsein, sich in einem anderen Lebensraum zu befinden, nicht verdrängen. Beim kurzen Stopp im Palmenhain wechselt der Fahrer die Wäsche und pflückt sich das Frühstück frisch von der Dattelpalme. Dann geht es weiter nach Norden. Nach einem durch starke Regenfälle verursachten Erdrutsch ist der 2260 Meter hohe Atlaspass Tis in Tichka offiziell unbefahrbar. Den Allrad-Audi kümmert dies nicht. Problemlos überwindet er die Passhöhe und erreicht in der Nacht Europa. Nur noch ein paar hundert Kilometer trennen das Audi Coupé S2 vom Ziel. Doch diese Kilometer kommen den beiden Piloten am längsten vor. An der französischen Zukunftsstadt Futuropolis und an Paris vorbei erreicht der Audi den nördlichsten Teil der Weltumrundung, das dänische Helsingør. Dann rollt das Allrad-Coupé über den Fehmarnbelt. Nach Hamburg, wo nicht nur ein Willkommensgruß mit Regenbogen, sondern auch der planmäßige Ölwechsel nach 40.000 Kilometern warten. Für die Fahrer hingegen wartet zum ersten Mal seit dem Start, wenn auch nur für 5 Stunden, ein richtiges Bett. Dann endlich ist der Moment da, auf den Gerhard Plattner und Stefan Fuß so lange gewartet haben. Das Audi Coupé S2 passiert die Berliner Siegessäule und fährt geradewegs dem Ziel und dem Weltrekord entgegen. Genau 28 Tage, 15 Stunden und 55 Minuten nach dem Start stoppt Gerhard Plattner das Audi Coupé S2 vor dem Brandenburger Tor. In dieser Zeit legte das Audi-Team ohne Panne und ohne Pause 40.077 Kilometer in 6 Kontinenten zurück und unterbot damit den bisherigen Rekord eines 16-köpfigen Teams der britischen Armee.
dem 4 Autos und ein eigenes Transportflugzeug zur Verfügung standen, um 12 Tage.